Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute handelt es sich um eine Sondersendung, denn die meisten von euch werden es mitbekommen haben. Das ganze Internet spricht gerade über ein Musikvideo. Und ich sage es ganz ehrlich, dieses Musikvideo ist absolut abartig. Dort ist zu sehen, wie mehrere AfD-Politiker auf brutalste Art und Weise hingerichtet werden. Ich habe selten etwas so Abstoßendes und Widerliches gesehen. Der sogenannte Rapper Tarek KZ hat ein neues Musikvideo veröffentlicht. Und das wäre mir erst einmal ziemlich egal, was dieser Mann von sich gibt, ob in einem Rap-Song oder ob er da irgendwas singt. Aber mir wurde das von euch zugesandt, mehrfach, mit der Bitte, dass ich mir das anschauen soll, weil es wirklich sehr verstörende Szenen beinhaltet, die ich mir nicht entgehen lassen soll, weil sie eben schon wirklich extrem verstörend sind und Achtung, das ist das Wichtige, auch politisch. Denn in diesem Video, welches ich mir dann doch angeschaut habe, ist zu sehen, wie mehrere AfD-Politiker hingerichtet werden. Die Szenerie spielt in Deutschland 2021, also ein fiktives Szenario. Und dieser Rapper befreit sich da aus einer angeblichen Gefangenschaft und beginnt dann eben Bodyguards niederzumetzeln und zum Schluss eben AfD-Politiker. Es ist sehr klar, dass es sich hierbei um AfD-Politiker handelt. Das haben auch diverse Medienberichte erwähnt. Ich habe das Video ja gesehen. Es sollen wohl Alexander Gauland mit seiner Hundekrawatte, Björn Höcke oder auch Frau Weidel, die übrigens besonders gut getroffen ist hier, muss man zugeben, dargestellt werden. Und es wird eben ein sehr, sehr brutaler Mord inszeniert und glorifiziert. Ich muss wirklich sagen, dass ich von Herzen angewidert bin. Und dieser Effekt war noch viel größer, direkt nachdem ich dieses Video eben gesehen hatte. Denn es handelt sich hier wirklich um explizite Gewaltdarstellung, die Kinder auf gar keinen Fall sehen sollten. Heißt also wirklich, dieses Video ist nichts für zart Beseitete und auch sonst nicht für irgendwelche Menschen, die solche extremen grafischen Gewaltszenen nicht ertragen können. Das ist schon wirklich ähnlich wie ein Tarantino-Film oder irgendein Splatter-Film. Da kann man wirklich sagen, das sollte wirklich nicht jeder anschauen. Ich werde das Video auch nicht verlinken, aber ich werde jetzt darüber sprechen, was ich daran problematisch finde, um eben Aufklärung zu leisten. Viele Menschen haben mich eben gebeten, dazu Stellung zu nehmen und das werde ich jetzt auch tun, weil dieses Video wirklich hochproblematisch ist. Es wird nämlich der Gesichtsausdruck des Interpreten gezeigt, der immer sehr strahlend amüsiert und grinsend ist, verbunden eben damit, dass hier seine offensichtlichen politischen Gegner niedergemetzelt werden. Und das Ganze bringt eigentlich nur zum Ausdruck, dass eben Hass auf politisch Andersdenkende okay ist, wenn es eben die richtigen Andersdenkende sind, also die Bösen, die Falschen. Und hier muss man erstmal wirklich Fakten anführen, die sehr vernichtend sind. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ja damals für dieses Wir sind mehr-Konzert geworben, wo eben auch diese Band KIZ aufgetreten ist mit Tarek KIZ. Und damals war das Motto, das ist für Vielfalt, für Toleranz, für Frieden, Offenheit und so weiter. Wir alle kennen es. Und ganz ehrlich, wer sich jetzt dieses Video von eben diesem Künstler, von diesem Tarek KIZ anschaut, der kann eben nur sehen, es geht hier um Zerstörung, es geht um Gewalt, es geht um Vernichtungsfantasien. Von Frieden ist hier keine Spur. Bevor jetzt wieder die üblichen Scheinargumente kommen werden, das ist nämlich ganz wichtig, das wäre ja Satirefreiheit, das wäre Kunstfreiheit und ich hätte die Kunst vom Rap ja sowieso nicht verstanden. So, das hier ist definitiv kein ganz normales Rap-Bashing, wie man es vielleicht erwarten würde, denn tatsächlich bin ich Fan von Rap-Musik, ich finde es gibt richtig gute Rapper in Deutschland, auch in Amerika, dazu stehe ich auch gern, aber das hier hat definitiv nichts mit Rap zu tun, es hat auch nichts mit der Hip-Hop-Kultur zu tun, weil eben Hip-Hop auf Missstände aufmerksam machen soll, beziehungsweise auch Lösungen für Probleme anbieten soll und das stumpfe Glorifizieren von Gewalt und von Hass, das möchte ich hier ehrlich gesagt nicht als Rap-Musik eben betiteln, weil es eben auch, wie gesagt, keine Lösung anbietet. Das Ganze ist wirklich nur eine stumpfe Gewaltfantasie, die hier ausgelebt werden soll. Und es ist meiner Meinung nach nichts anderes als Extremismus. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Das ist jetzt nicht so, dass man sieht, das ist ganz klar eine künstlerische Darstellung, wie es zum Beispiel ein Horrorfilm ist. Da sind ja auch eben blutige Elemente vorhanden, weil hier wird nämlich Bezug genommen, das ist der wichtige Punkt, auf real existierende Personen. Also das sind eben Personen des öffentlichen Lebens, das sind politische Personen, Leute wie Alice Weidel. Man kann diese Menschen mögen, man kann sie nicht mögen, aber ich finde eben eine Person, die jetzt gerade noch
am Leben ist, die eine ganz normale Person ist, die sich eben nicht zu Schulden kommen lassen hat, rechtlich, dass so eine Person dann eben hier ermordet wird in einem Video, weil es ist, wie gesagt, keine Dokumentation über irgendeinen Verbrecher oder so, sondern einfach über oppositionelle Politiker wird da eben sowas verbreitet. Das ist wirklich demokratiegefährdend. Ich nehme dieses Wort sehr feuchtig in den Mund, aber ich sehe hier wirklich die Schwelle zum Extremismus eben überschritten. Und alle, die das relativieren wollen, ich bitte euch, stellt euch nur eine einzige Frage. Wie wäre die Reaktion, wenn Claudia Roth, Robert Habeck oder Renate Künast hier die Personen gewesen wären, die man in diesem Video hier explizit mit Gewaltdarstellung hingerichtet hätte? Mir ist wirklich extrem schlecht gewesen, nachdem ich dieses Video angeschaut habe. Das werden jetzt vielleicht einige amüsant finden, aber ich denke ganz ehrlich, es geht auch vielen Menschen genauso, die sowas wirklich einfach nur abartig finden. Ich finde, wenn jemand sich sowas angucken möchte, gerade auch im Stilmittel eines Horrorfilms, dann soll er das natürlich gerne tun, aber das hier hat natürlich so viele Referenzen an die Realität, dass es wirklich schon gruselig ist, und wir wissen auch alle ganz genau, dass eben in Deutschland eine politische Situation vorherrscht, wo es genauso ist, dass eben Andersdenkende mittlerweile geächtet werden, dass es die Stimmen gibt, die Kräfte gibt, die ganz klar kommunizieren, dass man die ausgrenzen soll, dass man denen irgendwas tun soll, und sowas befeuert das Ganze natürlich auch. Und mir macht das persönlich auch sehr große Sorgen, wenn ich drüber nachdenke oder die Kommentare lese, dass manche das extrem abfeiern und dann auch schreiben, dass sie das toll finden. Dieses Video ist eigentlich eine Schlachtung. Ich will das wirklich so krass formulieren. Es ist kein normaler Actionfilm. Solche Szenen kommen auch in keinem Actionfilm vor. Es ist wirklich eine regelrechte Schlachtung und jeder kann das auf YouTube sehen. Übrigens, wenn man zum Beispiel minderjährig ist, reicht es einfach zu bestätigen, dass man es trotzdem sehen möchte. Das ist wirklich ganz großartig. Da kann sich hier jeder das angucken. Mich persönlich nimmt sowas mit, wenn ich das sehe. Und ich kann auch nur jeden davor warnen, dass er eben sowas unterstützt, weil das überhaupt keine politische Auseinandersetzung mehr ist. Das ist nicht das Niveau, was wir, denke ich, haben wollen. Das ist wirklich brandgefährlich. Abschließend möchte ich wirklich sagen, dass es hier in keinster Weise darum geht, sich irgendwie als Moralapostel aufzuspielen oder hier irgendwie den guten Menschen zu spielen, der sich hier aufregt. Darum geht es mir wirklich überhaupt nicht. Es geht nur darum zu verurteilen, was ich eben gesehen habe, zu verurteilen, was passiert ist, und dieses Videomaterial eben, nachdem ich es gesichtet habe, wirklich hier vor euch allen zu verurteilen und einzuordnen. Das ist übrigens etwas, was ich von allen verlange, und das fordere ich auch hiermit offensiv ein, die sich immer klar gegen Hass, gegen Hetze positionieren, dann bitte auch dieses Video hier bewerten. Liebe Mainstream-Medien, liebe großen Massenmedien, bitte schweigt das jetzt nicht tot, nur weil es von der falschen Seite kommt. Weil ich weiß ganz genau, wenn eben ein rechter Rapper ein solches Video gedreht hätte und dann eben praktisch Frau Merkel hingerichtet hätte, das hätte einen Aufschrei gegeben. Also fordere ich, bitte jetzt auch hier den Aufschrei erfolgen lassen. Alle Stiftungen, die sich immer gegen Hass engagieren, bitte auch dieses Video mal auf Hass prüfen. Fühlt ihr euch nicht ein bisschen komisch, dass mein Kanal gelöscht wurde zum Beispiel wegen einem kritischen Video ohne jeglichen Hass über Greta Thunberg, aber so ein Video auf YouTube verfügbar ist und von Linksextremisten abgefeiert werden kann? Wenn ihr das genauso seht, dann teilt bitte alle dieses Video. Ich finde, viel mehr Menschen müssen hierauf aufmerksam werden. Danke an alle Menschen, die das tun. Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle Menschen, die meine journalistische Arbeit auf diesem Kanal hier freiwillig finanziell unterstützen, egal ob per Bankverbindung oder per PayPal. Damit seid ihr aktiv ein Teil der Gegenöffentlichkeit und helft mir sehr, dieses Projekt hier fortzuführen. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich freue mich auf euch. Ciao.